Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und ja, ich glaube, wir waren irgendwie auf dem Weg platsch weiter. Jetzt hängt er wieder hoch. Ich weiß nur gerade nicht. So, wenn man nicht weiter weiß, dann benutzt man immer das hier und dann weiß ich, ich soll nach oben. Und dann machen wir das doch einfach mal. Ich habe nämlich schon wieder völlig vergessen, was wir überhaupt machen sollen. Aber wir sollen ja zum Funkturm und ich glaube, das war mein letzter Plan, oder? Oder wollte ich was komplett anderes tun? Wir kamen ja auf jeden Fall aus diesem Grab raus. Auch den muss ich noch anbinden. So, hier rüber und wo dann hin? Das Klettermäxchen. Die kleine Lara. Husch, husch. Genau, hier waren wir doch, oder? Es waren doch hier Bösewichte irgendwo. Wieder, schon wieder. Genau, ich erinnere mich. Bitte. Heldenhaft. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Okay, gut, dass sie immer noch so... Ich fall jetzt nicht hier runter, ne? Dass sie so Kontakt halten kann. Ich wollte eigentlich auf das Ding hier drauf. Ich weiß aber gar nicht, warum. Und es geht auch nicht. Okay. Dann, was mache ich jetzt? Ah, ich kann hier wieder mich runterfallen lassen. Möchte ich das? War hier oben noch irgendwas? Liegt hier noch irgendwas? Außer diesem Vogel? Ein Geocatch oder so? Nein. Oh, oh, oh. Bitte! Das muss alles nicht sein! Immer schön daneben. Es ist so doof. Und ich weiß nicht, wen zuerst. Hier kommen Verrecke. Oh, 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 oh. Ich werde immer so panisch, wenn die auf einmal auf mich losrennen und ich nichts machen kann. Ich mit meinem blöden Pfeil hier, ganz ehrlich. Ist er jetzt gestorben, weil ich ihm einen Pfeil in den Arm geschossen habe? Es tut mir echt leid. Ich schieße echt miserabel. Und ich ärgere mich auch tierisch drüber, aber das, ja. Ich wünschte eigentlich, ich hätte damals aufgenommen, wo ich es zum ersten Mal spielte, weil ich das Gefühl habe, dass ich da viel besser gekämpft habe. Aber es lässt sich dann im Nachhinein schön sagen und ja, echt blöd. Ich bin, wie gesagt, dann immer so ein bisschen zu hektisch irgendwie. Ich glaube, ich muss mehr Ruhe bewahren. Und dann geht das auch. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und was ich auch blöd finde, ist, dass sie nahkampfmäßig halt nichts machen kann. Das möchte ich unbedingt aufbessern. Weil wenn ich halt zweimal mit dem Pfeil daneben schieße, dann kommen die auf mich los und ich kann überhaupt nichts machen. Und ich hänge dann da mit meinem Pfeil. Okay, okay, gut. Wir hätten auch noch die Pistole, ist klar, ne? Ginge auch, aber irgendwie weiß ich nicht. Die ist so laut. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Du hast kein gutes Gefühl. Du musst aber. Du musst zum Funkturm, Lara. Es geht nicht anders. Ein neuer Lagerplatz. Oh, wieder Rückblicke. Ich bin leise und bin gespannt, was sie diesmal so uns zeigt. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia.
Meine Tochter. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich seh mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachbarn. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf dich. Schöne Rückblickaufnahmen, finde ich. Irgendwie doch sehr, ja, ich weiß nicht. Man kriegt so ein Gefühl überhaupt für diese Welt und für die Leute und mit wem Lara zu tun hatte, wer sind ihre Freunde, vielleicht auch was haben die sich da gedacht. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Na, kriegen wir noch mehr? Tolle Information oder eher nicht so. Nö, das war's. Aber immerhin eine Münze gefunden, ne? Oh, ich mache hier ein bisschen kaputt. Damit speichere ich natürlich automatisch schon mal. Deswegen gehe ich natürlich auch auf die Lagerplätze. Und wir können unsere Ausrüstung wieder verbessern. Das finde ich gut. Dann machen wir mal unseren Bogen noch besser oder auch nicht. Was können wir hier machen? Wir machen einfach mal. Salvenmodus. Gut. Können wir hier jetzt noch was machen oder habe ich gar keine Punkte mehr? Ich glaube, ich habe gar keine Punkte mehr, ne? Ich habe das jetzt verbraucht. Okay, ich hab's verbraucht, macht aber überhaupt nichts.
Nach und nach verbessern wir uns auf allen möglichen Ebenen. Ausrüstung, Instinkte, Pipapo, alles was eben dazugehört. Nein, nicht schon wieder. Ich habe hier aber so ein Dings gefunden. Ich glaube, da oben steht auch noch jemand mit der Lampe. Aber zwei haben wir schon gekillt und möchte ich jetzt über. Ich will doch kein Licht machen hier, oder? Dann sehen die mich auch noch schneller. Ich glaube, ich komme da nicht drum rum. So. Ich kann immer besser sehen, so. Ah. Ach, ich kann da sogar auf jemanden zielen. Ja, wunderbar. Dann knall ich den doch von hier aus ab. Gerade eben war da jemand. Na komm. Ach, Mann. Jetzt. Ich glaube, er ist gestürzt. Wen haben wir hier noch? Noch jemand? Da hinten steht noch jemand. Aber sie duckt sich auch gar nicht mehr hier. Sind alle weg? Sind alle tot? Ich glaube schon. Okay. Ich habe sie alle erledigt. Ah. Okay. Guck mich hier aber noch mal ein bisschen weiter um. Ja. Echt ein bisschen unheimlich hier, vor allem wenn man nicht weiß, ob halt hier noch welche sind oder nicht. Oder nicht nur Leute, sondern auch was ich hier noch so übersehe gerade. Hier sind überall Büsche. Genau. So nach und nach halt alles einsammeln. Was ist hier? In der Ecke. Vielleicht so zur Absicherung. Nein, hier ist was versteckt. Na? Kann ich nicht öffnen. Ach so, ist voll. Munition wäre das gewesen. Falls da oben welche sind, komme ich da eh so nicht ran. Dann gehen wir doch einfach mal hoch. Obwohl, nee, ich gehe mal hier an der Seite. Die hätten mich auch sofort abgeknallt, wenn hier noch einer wäre jetzt. Aber trotzdem will ich nichts übersehen und gehe da jetzt ganz vorsichtig mal rein. Könnte sein, dass da oben nämlich noch mehr sind.
Das war echt knapp. Der hätte das auch merken können. Oh. Den habe ich ja schon erledigt gehabt. Hier dürfte doch gar keiner sein gerade. Gefährlich echt hier. Da hinten ist noch einer. Beide erledigt. Und keiner hat's gemerkt in dem Sinne. Ich glaube, jetzt ist alles sicher, weil die Musik hat jetzt auch aufgehört. Die anderen beiden liegen da drüben. Die muss ich dann nochmal ein bisschen ausrauben, wenn ich auf der anderen Seite bin. Jetzt wollte ich nochmal hier eben schauen, was hier rumliegt. Ach, spannend. Eine Münze der Edo-Periode, geprägt im späten 17. Jahrhundert. Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Ja, das war jetzt die zweite Münze. Ist denn hier irgendwas? Was wir... Ich erinnere mich, dass immer, wenn ich die Sachen gedreht habe, eigentlich immer so viel noch zu entdecken war. Und man echt manchmal genauer auch hindrehen musste, aber... Gut, lassen wir es mal. Ist ja schön, dass wir diese Reliquien hier finden. Auch da ist Lara echt aufmerksam. Schon immer anscheinend gewesen. Aber mein Gott, wann ist man auch schon mal auf so einer Insel, oder? Da würde doch jeder, der irgendwas Besonderes findet, gucken. Ja. Nach und nach haben wir sie alle erledigt. Bin ich echt ein bisschen stolz auf mich jetzt. Warte. Einmal noch mal hier in die Ecke gucken. Wer weiß, was hier noch ist. Ah. Ja, immer halt genau hingucken, Leute. Und wieder so ein Geocache-Dingsbums. Ja. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Jetzt gehen wir hoch. Jetzt gucken wir mal, was da so ist. Ob wir hier zu diesem Funkturm hoch können. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Hm. Ah, nein, 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 nein. Oh Gott, jetzt falle ich hier schon fast runter. Juhu. Es ist eiskalt. Oh. Oha, wo sind wir hier? Vorsicht, Vorsicht! Das ist voller Benzin! Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator vermutlich. Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Und holen ein paar von den anderen, damit sie uns helfen. Sollen wir recht sein. Dann los. Ich brauche Hilfe! Verdammt! Auch die habe ich erledigt. Oh, ich bin hier, ich bin schon ganz ruhig geworden hier. Ich weiß überhaupt nicht, wer hier alles ist und... Ach, man weiß es nicht. Man kann es einfach nicht einschätzen. Wir können unsere Waffen verbessern. Und immer wenn die Musik halt auch wieder so aufhält, glaube ich, ist auch alles wieder okay.
Feuer erforderlich. Das sollten wir auch hinkriegen, die aufzumachen. Anspannung pur hier immer. Echt, echt ein spannendes, sehr spannendes Spiel, finde ich. Und so viel zu entdecken und so viel überhaupt. Hier holen wir uns mal Feuer, was wir brauchen. Angeblich. Okay, geh mal hier durch. Und zünde das an. Ungläubige, neue Herausforderungen und so weiter. Da kann man jetzt loslegen. Schwere Beinverletzungen setzen Feinde außer Gefecht. Ah ja. Ich nehme lieber meinen Bogen. Ist mir lieber. Hier kommen wir nicht durch. Ja? Ich habe dich aber schon geholt. Mein lieber Freund. So, was wir mit dieser Lampe anstellen können und überhaupt, das sehen wir im nächsten Part von Tomb Raider. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann. Mal gucken, wie viele Leute ich dann noch so killen werde. Bis dann!